Die Geschichte des heutigen Kundenkontaktmanagements beginnt, wo alles begann. In Anne Schmieders Kellerraum. Dort unternimmt sie ab 1986 Schreibarbeiten für Unternehmen in der Region. Höchste Qualität und Termintreue zeichnen ihre Arbeit von Anfang an aus. Die Kunden sind zufrieden, die Nachfrage steigt. Ich kenne die Frau Schmieder schon seit 25 Jahren. Die Frau Schmieder hat damals schon in Form von Dienstleistungen und Übersetzungen für uns gearbeitet. Der Running Gag war immer, wenn die Frau Schmieder ihre Rechnungen gebracht hat, dann hat sie die immer persönlich bei mir vorbeigebracht. Ich war damals Prokurist bei der Firma, hat sie auf den Tisch gelegt. Ich habe immer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, sage ich, sie schon wieder. Ende der 80er Jahre stellt sie weitere Mitarbeiter ein. Ihr unternehmerisches Gespür macht sie offen für neue Herausforderungen. Ja, bitte. Aber natürlich können wir für Sie Serienbriefe erstellen. Anne Schmieder setzt von Anfang an auf die neueste Technik. In kürzester Zeit arbeitet sie die Textblöcke in ihren Speicher ein und kann sie nun seriell mit dem Textautomaten ausgeben. Der Kunde ist verblüfft, vor allem aber zufrieden. 1991. Wiedervereinigung. Ein neuer Markt tut sich auf. Serienbriefe von Schmieder ermöglichen es, Spiele, Kinderbücher und Puzzles von Ravensburger in Schulen und Kindergärten der neuen Bundesländer bekannt zu machen. Grüß Gott! Aha! Sie meinen Kundenbefragungen am Telefon? Klar, können wir gerne für Sie übernehmen. Outsourcing meets Kundenbindung. Mitarbeiterinnen von Schmieder übernehmen für die Mercedes-Benz-Niederlassung in Ravensburg Kundenbefragungen per Telefon und protokollieren die Gespräche. Die Kommunikationsdienste sind entstanden und etablieren sich rasch. Schmieder hilft seinen Kunden, deren Kunden zu erreichen, zu betreuen und zu binden. Mehr und mehr wächst man in dieses neue Tätigkeitsfeld hinein, dessen Schwerpunkt die gesicherte Erreichbarkeit des Kunden ist. Zu einem treuen Partner in diesem Segment entwickelt sich die Firma Wagner aus Markdorf, für die Schmieder seit fast 20 Jahren mit einem qualifizierten Serviceteam die Telefonhotline betreut. Guten Tag! Ah, verstehe. Sie möchten, dass wir Ihren Empfang mit unseren Mitarbeiterinnen besetzen? Klar geht das! Die Erfahrung im Kundenkontakt macht die Angestellten von Schmieder zum perfekten Empfangsservice. Beispielsweise für die Firma Müller-Weingarten und Waldner sowie aktuell EBZ und Hümer sorgen sie durch Sympathie und Kompetenz für einen guten Eindruck bei ankommenden Besuchern. 2014 erweitert Schmieder diesen Dienstleistungsbereich ein weiteres Mal. Das Kundenkontaktcenter, kurz KKC, betreut Kundenkontakte für andere Unternehmen, wie das Versandhaus Walz. 15 Teilzeitkräfte bearbeiten täglich bis zu 2000 Mails und übernehmen teilweise oder ganz den Telefondienst der Firmen Sunlight und Carado. Der Online-Markt boomt. Die Flut täglich eingehender Kundenanfragen per Telefon und Mail stellt die Firma vor zusätzliche Herausforderungen. Eine neue Dimension für den Service. Hier liegt das große Potenzial des noch jungen Tätigkeitsfeldes von Schmieder. Durch die wertvolle Erfahrung aus den verwandten Dienstleistungsbereichen ist das Unternehmen geradezu prädestiniert, dieses Potenzial zum Vorteil seiner Kunden voll auszuschöpfen. Mit dem Ziel, Hand in Hand gegenseitiges Wachstum zu generieren. Frei nach Anne Schmieders Motto: Geht es unseren Kunden gut, geht es auch uns gut. Schmieder. Persönlich, ehrlich, menschlich.